Hallo und herzlich willkommen zu Let's Do It. Es wird heute nochmal um das Minion-Projekt gehen. Ich verlinke euch hier oben mal das komplette Projekt bzw. die Playlist inklusive die Vorbereitung für diese Propanflasche. Die muss ja gespült werden. Das zeige ich euch alles ganz genau und ich finde es auch sehr wichtig. Ja. Aber kommen wir jetzt zurück. Ich habe hier bei dem Minion ein kleines Problem. Es ist ja ein Terrassenofen, ja, und mein Problem ist einfach, ich habe keine Terrasse. Ich habe eben nur einen Balkon und die Rauchentwicklung auf dem Balkon ist einfach zu stark, dass ich den ja immer schön benutzen kann auf dem Balkon. Das heißt, ich möchte aber auf den Minion nicht verzichten, ich möchte aber auch nicht auf diese Lichtquelle, die er gemacht hat, verzichten. Und aus dem Grund muss ich mir was einfallen lassen. Das habe ich jetzt auch getan. Wir werden den auf Elektrostrom umbauen. Ich werde euch das alles natürlich gleich zeigen. Das Problem, was ich habe, oder das nächste Problem letztendlich, ich kriege den natürlich jetzt nicht mehr in die Sandstrahlkabine rein. Das ist natürlich ein bisschen doof, muss ich sagen. Wie gesagt, die ist ein bisschen zu klein. Ich verlinke euch die hier oben mal. Und das heißt, wir müssen uns um was anderes überlegen. Ich habe von Firma Mirka habe ich so eine Schleifpads, so eine Softpads, die sind so ungefähr, ich glaube, 1 Zentimeter dick. Damit werden wir es jetzt versuchen und natürlich auch mit noch normal, mit einer Flex noch mal ein bisschen, das Grobe so ein bisschen machen. Weil wie gesagt, ich werde den jetzt komplett lackieren. Ich habe jetzt auch schon Spraydosen besorgt. Die sind auch schon da. Ich verlinke euch alle Materialien unten in der Videobeschreibung. Und ich würde einfach sagen, wir legen jetzt mal los. Los geht's. Als erstes habe ich die Fußsohlen abgenommen vom Minion. Mal gucken, ob ich da auch was anderes mache. Das war ja damals nur wegen der Hitzeentwicklung. Mal gucken, ob mir noch was einfällt. Ja, ansonsten habe ich dann komplett alles mit so einer Drahtbürste, beziehungsweise für die Flex eine Drahtbürste, habe ich eben alles nochmal abgeflext, alles so ein bisschen auch abgerundet und auf alle Fälle die ganze alte Farbe, also die ganze rote Farbe abgenommen. Das wird jetzt hier die zukünftige Schleifecke. Deswegen sind wir auch schon genau richtig hier. Wir werden jetzt mal den Mirka-Schleifer vorbereiten. Und zwar habe ich hier von Firma Mirka so ein Schleifpad. Das ist einfach so ein bisschen soft. Das ist 1 Zentimeter stark. Und das werden wir jetzt hier einfach mal drauf machen. Achtet so ein bisschen auf die Löcher. Wo sind sie? Da sind sie. So. Und dann habe ich hier einmal 40er Papier erstmal oder beziehungsweise 40er Schleifgitter und zwar das ACE HD, ja, verlinke ich euch unten auch mal. Ja, zum Schleifen wollte ich noch mal kurz was sagen und zwar, das hat sich sehr gut gemacht mit dem Schleifpad, allerdings aufgrund der ganzen vielen scharfen Kanten war das nicht so schön, also ich sag mal, das Schleifpad beziehungsweise auch das Schleifgitter sind jetzt nicht mehr so schön. Also das Schleifgitter ist komplett kaputt gewesen und das Schleifpad, also dieses Softpad, das war so ein bisschen kaputt. Kann man noch verwenden, aber ist eben nicht mehr optimal. Ja, hier habe ich dann jetzt auch schon angefangen, alles mit 120er abzuschleifen. Das hat sich viel besser auch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach weil diese Vibration und auch der starke Abrieb nicht mehr so hoch gewesen ist. Ja, so habe ich einfach alle möglichen Ecken gut abgeschliffen. Mein Minion musste sogar einen Kopfstand machen, wie man jetzt gerade sieht. So sieht der Kollege nun aus nach ca. 25 Minuten Schleifen. Soweit bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, klar, die ganzen Beulen und die ganzen Dellen, die kriege ich natürlich jetzt nicht weg und muss auch nicht unbedingt sein. Wie gesagt, ich werde den jetzt komplett einmal grundieren, beziehungsweise wir werden jetzt erstmal noch kurz die Elektrik vorbereiten, beziehungsweise für die Birnen. Und wenn das soweit fertig ist, dann werden wir den eben einmal grundieren, abschleifen, nochmal grundieren. Abschleifen, eventuell nochmal grundieren, das werde ich dann entscheiden oder ganz spontan entscheiden. Und dann
bekommt der Kleine auch Farbe. Wie ihr sehen könnt, ich musste ein wenig improvisieren. Ja, das war so eigentlich nicht geplant. Aber gut, der Vorteil jetzt ist, hier unten kann man eben nur noch dieses kleine Kabel sehen. Das könnte man nach hinten hin weglegen. Dann würde man das nämlich nicht sehen. So wie es erst gedacht war, würde diese Fassung hier unten hängen. Dann würde das so aussehen, als würde der Minion immer pinkeln. Oder nackig dastehen, wie auch immer. Jedenfalls lassen wir das jetzt so, ja, das wird nachher auch nochmal, das werde ich nachher auch nochmal einmal schwarz anlackieren oder ansprühen und ja, soweit ist das jetzt aber erstmal fertig. Wir fangen jetzt an, den Minion zu grundieren in meiner, einzigartigen Lackierkabine, wenn man es so nennen möchte. Aber wie gesagt, ist egal, ich habe nichts anderes und wir werden jetzt einfach mal den Minion erstmal grundieren. Nein, Mann, so ein Dreck, ey. Was für ein Schrott. Erste Schicht Grundierung ist jetzt drauf. Wir lassen das jetzt erstmal komplett über Nacht einmal richtig durchtrocknen. Wenigstens die erste Schicht. Wie gesagt, ein paar Nasen sind auch mit drauf. Die werden wir dann wohl nochmal ein bisschen abschleifen müssen. Aber es gibt so drei Sachen, wo ich nicht so ganz fit bin. Das ist Tapezieren, überhaupt nicht meins. Malern, überhaupt nicht meins. Und Lackieren mit einer dieser Sprühflaschen, ja, auch nicht meins. Ich habe mal mein erstes Motorrad, das habe ich mal lackiert, so schwarz-seidenmatt. Das habe ich mit Druckluft und einer richtigen Pistole gemacht. Und das sah ganz gut aus. Ich bin meistens ein bisschen kritisch, ja, sah wie gesagt gut aus. Und das hat mein Lackierer gesehen und der hat gesagt, sieht gut aus, aber nicht perfekt, die Lackierung. Wo hast du denn das machen lassen? Ich so, das habe ich selbst gemacht. Ach so? Ich so, das war mein erstes Mal. Ja, das erste Mal? Na, dafür sieht es sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es hier wird. Es ist mir egal, wie er aussehen wird. Ich werde ihn trotzdem lieben und er wird trotzdem auf dem Balkon so lange verbringen, bis er weggerostet ist. Was er hoffentlich nicht tut. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich bin jedenfalls gespannt, wenn das hier trocken ist und dann die zweite Schicht Grundlack drauf ist und wenn dann eben wirklich die richtige Farbe raufkommt, da bin ich echt total gespannt. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. So, wir schleifen den kleinen Kollegen jetzt einmal komplett nass ab. Das ist jetzt schon die zweite Schicht Grundierung drauf. Die habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil wie gesagt, das ist kein großer Unterschied zu dem ersten gewesen. Wie gesagt, habe ihn komplett überall nass abgeschliffen mit 1000er Papier. Hatte nichts anderes, also habe ich jetzt 1000er genommen. Dann habe ich ihn komplett abgetrocknet und nochmal die Schlitze leer mit Druckluft durchgepustet und abgetrocknet. Anschließend kam dann endlich die Farbe und ich finde, jetzt schon sieht er richtig cool aus und mal gucken, wie es ist, wenn noch Blau und Schwarz dazu kommt. Musik.
So sieht der Kleine nun aus. Wir werden jetzt die Zähne noch schnell bleachen. Ich habe hier extra weiß besorgt. Ich dachte, das wäre ein Edding. Also Deckel ab und malen. Pustekuchen ist auch eine Spraydose. Ich habe da mehrere Sachen in meiner Amazon-Wunschliste drin gehabt, also in meiner privaten Amazon-Wunschliste. Und habe wahrscheinlich jetzt das Falsche gekauft. Letztendlich ist es jetzt auch nicht so schlimm, jetzt sprühe ich das eben noch an. Warum ich aber eigentlich einen Stift haben wollte, wir werden diesen Bereich hier auch noch weiß ausmalen. Das werde ich aber alles im Sommer machen, wenn ich die ganzen kleinen Fehler übermalen werde. Das werde ich alles im Sommer machen, wenn es eben schön warm ist, werde ich mich mit dem Pinsel hinsetzen und das alles eben nachziehen, damit die Kanten eben wirklich alle schön aussehen. Ich sag mal, durch dieses ganze Schweißen und so, ich zeige euch das alles nachher nochmal im Detail, wenn wir auf dem Balkon sind. Wie gesagt, jetzt erstmal schnell die Zähne machen, dann werden wir den kleinen Kollegen ins Auto laden, dann werden wir in die Wohnung fahren, beziehungsweise dann auf den Balkon stellen. Dann werde ich den Rest noch kurz euch zeigen, was wir hier noch machen, warum, wieso, weshalb der dann eben auch leuchtet und wie er leuchtet. Und wenn es heute ein bisschen dunkler geworden ist, dann zeige ich euch, wie er im Dunkeln leuchtet. Gut, wir machen schnell die Zähne. Der kleine Minion ist jetzt nun bei mir zu Hause. Die Fahrt war ganz angenehm, er war ganz brav, war auch angeschnallt. Ich blende euch hier mal ein Beweisfoto ein. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir werden jetzt noch kurz mit ihm auf den Balkon gehen, dann werde ich euch das kurz zeigen, wie er jetzt so leuchtet. Und auch wie er bei Nacht leuchtet. Das werde ich dann aber links hier wieder hier drin machen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Der Kollege leuchtet nun vor sich hin. Mir gefällt er wirklich sehr gut. Ja. Klar, diese ganzen kleinen Sachen, die man noch korrigieren muss. Aber wie gesagt, das mache ich dann im Sommer oder Frühjahr, sobald es ein bisschen wärmer wird, ziehe ich das alles mit dem Pinsel nach. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Und ja, ich freue mich auf ein paar Stunden auf dem Balkon. Im Sommer natürlich, wenn es wärmer wird. Nicht jetzt, bei minus 4 Grad, glaube ich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, hier, er auch, ja. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao.